aus dem Buch Informationsebenen der Erkenntnis von Grigori Grabovoi, entstanden 1979 bis 1996. Die Sphäre des Geistes vor meiner Brust. Eine kurze Einstimmung mit Hilfe des Gerätes zur Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens, PRK1U. Das Ziel, das erste primäre Ziel der Seele ist immer gleich. Die Seele hat zum Ziel wie der Schöpfer die allgemeine Rettung, die Rettung aller, das ewige Leben aller Menschen. Schon der Begriff ewiges Leben schafft Zugang zu einem bestimmten Licht, zu einer bestimmten Wahrnehmung, zu einer bestimmten Haltung, zu einer bestimmten Einstellung, zu einer bestimmten Sichtweise. Dieses Licht, ewiges Leben, führe ich in die kleine untere Linse und lasse dieses Licht des ewigen Lebens für alle gegen den Uhrzeigersinn laufen, durch alle anderen Linsen. Diese Rotation bleibt für die gesamte Steuerung aufrecht. Ich konzentriere mich auf die rechte Linse und auf die Zahl 7, Harmonie, ist ein Ausdruck von Liebe. Harmonie ist kein Luxus, Harmonie ist eine Notwendigkeit. Harmonie ist nichts Abstraktes. Harmonie ist ein alles Verbindendes. Harmonie offenbart sich in unserer Atmung. Harmonie kommt zum Ausdruck durch die Tätigkeit meiner Organe. Ich steuere im Zustand der Harmonie. Das heißt, während der Steuerung habe ich eine Norm der Ereignispositionen. Ich arbeite mit Hilfe des Schöpfers. Der Schöpfer schöpft harmonisch. Harmonie ist hier eine Technologie, ist eine Ausrichtung, ist eine Klarheit, ist eine Eindeutigkeit. So harmonisiere ich meinen Energiekreislauf. Mein zentrales und peripheres Nervensystem. Ich harmonisiere meinen Atem, meinen Stoffwechsel, mein Drüsensystem arbeitet harmonisch nach der Norm des Schöpfers,
arbeitet mein gesamter Körper harmonisch. Ich habe eine harmonische Betrachtung, wenn ich die Zeit anschaue. Ich schaue auf den Raum harmonisch. Ich schaue mit den Augen des Schöpfers harmonisch. Ich handle wie der Schöpfer, das heißt, ich handle harmonisch. Das heißt, ich handle leicht, natürlich, frei. So frei, wie ich es immer war. Jetzt konzentriere ich mich auf die Acht. Von Acht geht ein Licht aus. Ich bemühe mich, dieses Licht zu sehen, von der Zellebene zu spüren. Die liegende Acht repräsentiert die Plus-Unendlichkeit der Zeit, die unendliche Zukunft, die Ewigkeit. Ich konzentriere mich auf die obere Linse und die Zahl 0, welche die Minus-Unendlichkeit der Zeit repräsentiert oder die unendliche Vergangenheit. Und ich gehe wieder zurück zur 7 und zur 8 der Plus-Unendlichkeit und habe ein Lichtsegment geschaffen von der Plus-Unendlichkeit der Zeit zur unendlichen Vergangenheit. Und bestimme die Steuerungszeit jetzt für 30 Minuten. In 30 Minuten habe ich ein maximal schnelles Denken. In den 30 Minuten habe ich eine maximal tiefe Konzentration. Und die untere Linse repräsentiert die Gegenwart. Ich formuliere mein individuelles jetziges Ziel. Bestmögliche Anwendung, bestmögliches Verständnis und beste Resultate erhalten. Gleichzeitig mit Hilfe der Methodologie der Sphäre des Geistes aus dem Buch Informationsebenen der Erkenntnis. Dieses Ziel vor mir bringe ich in eine Sphäre und ich bitte den Schöpfer, mich dabei zu unterstützen, das Ziel bestmöglich auszuformulieren, harmonisch zu formulieren, der Gestalt zu ändern, zu optimieren, zu harmonisieren, wie der Schöpfer es machen würde. Diese Sphäre bringe ich in die kleine Linse, konzentriere mich auf die Zahl 1. Ein Lichtimpuls geht von der Information der Sphäre in der kleinen Linse über in den Raum der Ewigkeit. Auch diese Sphäre rotiere ich gegen den Uhrzeigersinn durch alle drei Linsen mit maximaler Geschwindigkeit. Und somit gehe ich in den Raum hinter dem Gerät, Raum der Ewigkeit, Steuerungsraum.
und steuere in den drei Koordinaten plus Unendlichkeit der Zeit, die unendliche Vergangenheit und dem jetzigen Augenblick gleichzeitig. Gleichzeitig steuere ich für die Rettung und harmonische Entwicklung aller Menschen, der Verhinderung von potenziellen globalen Katastrophen, zur Gewährleistung des ewigen Lebens für alle. Während der weiteren Erklärungen verstehen und dem Anwenden und Ergebnisse erhalten, konzentriere ich mich gleichzeitig immer wieder auf die Rotation dieser Information, dieses Lichts durch die drei Linsen beziehungsweise auf die bestmögliche Unterstützung durch das Gerät, da ich weiß, dass zwischen den Linsen, durch die Linsen und rund um die Linsen ewige Materie austritt. Ursubstanz auf der Informationsebene, welche ich durch meinen Willen und durch mein Verständnis der Technologien, der Handlungsweisen des Schöpfers auch überführe auf die physische Ebene. cm vor meiner Brust gibt es einen Status der Seele mit den gegenwärtigen Aufgaben, meinen individuellen Aufgaben, die Aufgaben auf der Makroebene für alle. cm vor meiner Brust auf derselben Höhe gibt es den gleichen Bereich der Seele, jedoch wo alle Aufgaben, die individuellen und die Makroaufgaben gelöst sind, zum Beispiel in unendlichen Zukunft oder in 10.000 Jahren oder in 1 Million Jahre oder in 2 Milliarden Jahren. Und ich verbinde die beiden Sphären oder zwei Bereiche durch die Sphäre des Geistes, die dazwischen ist. Die Sphäre des Geistes hat die Eigenschaft, sich sehr dynamisch zu bewegen, ist für eine dynamische Interaktion verantwortlich. Und diese Sphäre des Geistes ist imstande, die zwei Bereiche, den jetzigen Moment, mit dem Moment zu verbinden, wo alle Fragen gelöst sind. Und so gilt es zu beobachten, wie sich die Sphäre des Geistes zwischen den beiden anderen Bereichen, den beiden anderen Stadien der Seele, der Aufgaben der Seele, der Mikro- und Makroebene hin und her bewegt, Lichtverbindungen erzeugt. Das Ziel, was automatisch auch passiert, die beiden Bereiche der Seele, die des jetzigen Augenblicks und der Zeit, wo alles gelöst ist, sollen sich miteinander verbinden, sollen ineinander übergehen, konkurrent werden, verschmelzen.
Das ist für mich auch immer wieder nachzulesen, auch bei den Konzentrationsübungen für jeden Tag des Monats, dass ich nämlich die maximal entfernten Bereiche des Bewusstseins, in dem Fall den Bereich der Seele, wo alles gelöst ist, in maximal angenäherte Bereiche meines Bewusstseins überführe. Dabei soll die Überführung so erfolgen, als ob es keinen Unterschied gäbe zwischen den maximal entfernten Bereichen und den maximal angenäherten Punkten. Das bedeutet, die Welt, die Erde, das Menschsein in einer fernen Zukunft soll nichts Abstraktes sein, sich zurecht malt, sondern etwas ganz Konkretes, Reales gesehen werden. Und wenn man es nicht leicht sieht, soll es als etwas Konkretes, Reales gefühlt werden oder auf der körperlichen Ebene gespürt werden, empfunden werden. Diese Vorgehensweise unterstützt sehr stark die Fähigkeit, Überblick zu bewahren, Übersicht zu behalten, zu konzentrieren. Was ist damit gemeint? Wenn man alle Aufgaben, die des Alltags im Beruf, in der Partnerschaft, auf den Körper bezogen, auf Lebensfragen bezogen, auf Geschehnisse, Ereignisse, auf nationaler Ebene, international, Aufgaben, Verantwortungen, Ereignisse in der Natur, wenn man all das in den ersten Bereich 25 cm vor der Brust behält, dort unterbringt, dort konzentriert, dann schwirren viele Informationen nicht wahllos irgendwo in der Gegend herum. Ich bin nicht abgelenkt, sondern sehr stark, sehr klar, einfach, harmonisch auch, fokussiert. Wenn alle Aufgaben vor mir sind, und so wie man auf verschiedene Arten vorgehen kann, um aktuelle Aufgaben mit der Ewigkeit zu verbinden, so gibt es auch hier eine weitere Option, nämlich den einen Bereich, den jetzigen Aufgaben zu verbinden mit dem Bereich, wo alles gelöst ist, eben das ewige Leben für alle ist realisiert, in dem zweiten Bereich 50 cm vor meiner Brust. Also es gibt die Vorgehensweise, die aktuellen Aufgaben in die Unendlichkeit zu schicken, auf dem Zeitstrahl in die Plus-Unendlichkeit. Oder die Aufgaben dem Schöpfer zu übergeben. Manche haben die Vorstellung oder ein Verständnis, dass die Steuerungsebene, die Ebene der Ewigkeit, die Ebene der Liebe über uns ist, lokal. Hier verbinden wir einfach den Bereich des ewigen Lebens,
mit den jetzigen Aufgaben, mit Hilfe des Geistes, der Sphäre des Geistes. Und um es noch leichter wahrzunehmen, zu spüren, wieder auf das Gerät konzentrieren, auf die Linksdrehung durch alle drei Linsen, die ewige Materie, die gebildet wird, die ewige Materie, die uns dabei unterstützt, diese Technologie so zu sehen, wie der Schöpfer sie sieht, sie so zu spüren, wahrzunehmen, zu fühlen, wie der Schöpfer sie wahrnimmt, sieht, fühlt. Verbinden sich die beiden Bereiche mit Hilfe der Sphäre des Geistes? Ob das augenblicklich passiert oder irgendwann später, ist ein Kriterium, um Gewissheit darüber zu haben, dass es funktioniert. Gefühle des Friedens, der Leichtigkeit, der Freiheit. Das wieder durchatmen können. Einer Neutralität, Freude, Glück, Seligkeit. Grigori Grabovoi schreibt dazu: Manch Menschen, viele Menschen erreichen so eine Art von Glückszustand, einmal in 10 Jahren vielleicht. Hier mit dieser Vorgehensweise. Auch wenn das nur für 2, 3 Minuten gespürt wird, gesehen wird, gefühlt wird, es ist diese Glückseligkeit erreichbar, wahrnehmbar. Tiefe Gewissheit, dass alles gut ist. Mit der Hellsicht, der Klarsicht kann auch gesehen werden, dass wenn es zu der Lösung kommt, die aktuellen Aufgaben sind auf der Informationsebene verbunden mit dem Bereich, wo alle diese Aufgaben gelöst sind, dann wird der Strahl, der von oben vom Schöpfer kommt, in diesen Bereich, oder im konkreten Fall, der sich vereinigt, dann Bereiche mit Hilfe der Sphäre des Geistes. Dieselbe Qualität und Quantität dieses Strahls geht dann von der Sphäre des Geistes aus. Tritt nach außen. Der Strahl, der von oben kommt in diesen Bereich, in die Sphäre des Geistes, geht auch gleichzeitig wieder schräg raus nach oben. Das muss nicht forciert werden, soll einfach beobachtet werden, wann es von alleine geschieht, dass dieses Licht wieder nach außen tritt zur Realisation, zur Umsetzung von der Informationsebene auf die real physisch wahrnehmbare Realität. In weiterer Folge
vereinfachtes Modell, meinem Verständnis nach, sich gleich immer auf die Sphäre des Geistes vor sich zu konzentrieren, wo alle, einfach alle, ständig alle Aufgaben hier ein Synonym für Probleme, Herausforderungen, Ziele, Wünsche in diese Sphäre des Geistes hineinkommen. Das heißt, wenn wir uns von der einen Seite nähern, dann gebe ich in diese Sphäre des Geistes vor meiner Brust hinein Bilder von Menschen, zum Beispiel, mit denen ich nicht leicht kommunizieren kann. Erinnerungen. Vielleicht gelingt es leichter, all diese Qualitäten, die wir hineinbringen, auch mit einer Farbe zugeordnet dort hineinzuführen. Vielleicht ist es über eine Form erkennbar, welche Ziele ich da hineinbringe. Und x-beliebige Ereignisse, die ich über die Massenmedien wahrnehme. Jedes Wort, was mir ein Kollege erzählt, jedes Gefühl der Unzufriedenheit, Angst, Sorge, Kummer, alles bringe ich dort unter, in die Sphäre des Geistes. Und das mache ich selbstverständlich, das mache ich ganz natürlich, das mache ich ganz leicht, weil ich zur absoluten Überzeugung gelangt bin, ich als Mensch bin viel stärker als jede Information. Grigori Krapovoi hat wiederholt, betont, der Mensch ist wesentlich stärker als jede x-beliebige Information. Eine Information in unserem Denken, eine Information in meinem Organ, in meinem Körperfunktionssystem, eine Information in meinem Folgebewusstsein. Ich steuere mich darauf ein, dass Informationen in der Nacht über Träume in diese Sphäre kommen. In dieser Sphäre vor meiner Brust, in der Sphäre des Geistes bleiben, weil dort ist gleichzeitig der Prozess der Lösung aktiv. Wenn ich mir von der anderen Seite dieser Qualität nähere, dieser Methode, Vorgehensweise, dann ist es die Überzeugung, die Selbstverständlichkeit, dass alle Fragen gelöst sind, weil ich mich derart konzentriere auf das Licht des Geistes, auf die Unterstützung durch den Schöpfer. Wenn alles in dieser Sphäre gelöst wird und ich es dort unterbringe, dann soll diese absolute Überzeugung sein, dass alles gut ist. Dass alles in den Frieden kommt, im Frieden ist, im Frieden bleibt. Dass sich das ewige Leben realisiert, dass eine x-beliebige Information sich schöpferisch entwickelt.
ob das eine Diagnose ist, ob das ein Ereignis ist, dass irgendwelche Ziele sind, Herausforderungen, Aufgaben, alles sind gelöst. Und aus dem Grund bin ich automatisch frei, zufrieden, glücklich. Und spüre Leichtigkeit, kann frei durchatmen. Und egal was kommt, egal wann was kommt, egal ob es in der Vergangenheit war, als ich noch nicht geboren war oder in der Zeit davor, völlig egal, was in einer Minute, in einer Stunde, in einem Tag, nächste Woche, in 5 Monaten oder in 30 Jahren ist, in 500 Jahren, alles kann ich über diese Sphäre des Geistes vor mir, die Sphäre der Lösung aller Probleme, kann ich da lösen. Und deshalb kann ich Gewissheit haben, dass alles gut ist. Wir haben auch in den Konzentrationsübungen für jeden Tag des Monats, ich glaube, es ist der 14. Nein. Einen Tag, wo wir eingeladen sind, zu erkennen, dass die verdrehte Welt oder irgendwelche Zustände, gepresste Zustände oder so ähnliches formuliert. In einer Variante steht auch charakterlosen Zustände. Die sind immer auch unter, was soll ich sagen, der Kontrolle des Schöpfers. Hinter allem ist der Segen Gottes. Und so ist es für mich ein weiterer Austritt oder Zugang zu dem positiven Denken in Reinkultur par excellence, nicht als Ausdruck von etwas nicht wahrhaben wollen, sondern glasklar, konsequent gedacht und empfunden. Das Positive, nämlich das Schöpferische, das Göttliche. Weil in meinem Bewusstsein ist das, was in meinem Bewusstsein existiert, ein Prinzip der Auferweckung. Ich kann nur mit meinem Bewusstsein wahrnehmen, was in meinem Bewusstsein ist. Wenn ich bestimme, dass die Vergangenheit, auch wenn sie nicht leicht ist und war, vom Schöpfer kommt, von der Seele, damit wir uns entwickeln. Und wenn ich weiß, dass die jetzigen Aufgaben überall auf der Welt, der Ökonomie, in der Ökologie, in der Gesellschaft, der Gesundheit, all das ist uns als Aufgabe gegeben, um die Aufgabe gelöst und dem ewigen Leben immer mehr anzunähern. Wenn all das auch schöpferisch ist, so betrachtet. Und wenn ich weiß, dass auch vielleicht nicht immer leichte zukünftige Ereignisse letztendlich trotzdem mir wohlgesonnen sind, dass es eine glücksverheißende Zukunft ist, auch mit Aufgaben. Dann ist es einfach pures Glück für mich.
dann ist es Frieden. Egal, wer mir was erzählt, wo ich was lese. Welche Ereignisse auch auf mich zukommen. Die volle Fokussierung auf das Licht des ewigen Lebens, auf die unendlichen Fähigkeiten, die unendliche, die ewige Charakteristik des Geistes, weil der Geist in der Sphäre vor uns ist ja selbstverständlich auch mit dem Geist Gottes verbunden, arbeitet mit dem Geist Gottes zusammen, miteinander. Und welche höhere Instanz soll es geben, welche höhere Kraft als die Gottes? Und so verstärke ich diese Betrachtung nochmal mit Hilfe des Gerätes, genauer mit Hilfe der Materie des ewigen Lebens, mit dem Licht des ewigen Lebens, welches auch unserer Liebe entspricht. Das heißt, ich kann es auch mit dem Licht meiner Seele nochmal beleuchten, kanonisieren, fixieren, dem Licht des Schöpfers. Und immer wieder alle meine Ressourcen aktivieren, um mir dessen bewusst zu werden, dass ich diese Technologie ein für alle Mal geschaffen habe, diese Sphäre. Sie ist sowas wie der Schöpfer, gewisserweise. Unser bester Freund, unser innigster Freund, oder eine sehr innige Hilfestellung, Ressource, immer da, überall. Ich gestehe, es ist eine Übungssache auch, sich immer wieder daran zu erinnern, diese kreierte Sphäre immer wieder zu reaktivieren. Kurz die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass alles gut ist. Dass alles sich dem Schöpfer annähert. Dem Schöpferischen, dem ewigen Leben. Egal welche Information kommt, welches Objekt, sichtbar, nicht sichtbar. Ein Gedanke, eine Wahrnehmung. Ein körperliches Empfinden, irgendeine Erinnerung, eine Farbe, ein Geruch. Alles in dieser Sphäre untergebracht, nähert sich automatisch, realisiert sich hin zur schöpferischen Entwicklung, zur Lösung. Und dann kann ich sehen, wie davon, von dieser Sphäre des Geistes, wiederum Licht ausgeht, ausstrahlt, kommt es zu einer Lösung, strahlt diese Sphäre und sie strahlt wohin? Natürlich auf alle Ereignisse, die normiert werden, auf mein Körperteil, das sich wiederherstellt, auf mein Drüsensystem, auf mein zentrales und peripheres Nervensystem. Das Licht aus der Sphäre des Geistes leuchtet, strahlt Licht aus, Licht der Liebe, der Seele, der Materie des ewigen Lebens auf mein fasziales Gewebe, auf mein Knochensystem, meine Haut, meine Sinnesorgane,
durch meine Augen in mein Gehirn. Auf alle Gefäße des Blutkreislaufs, des Lymphgefäßsystems, auf alle Zellen. Die Realisation mit Hilfe der Sphäre des Geistes. Der Geist weiß ganz genau, was zu tun ist, wenn wir ihm diesen Auftrag geben, wenn wir mit dem Geist Gottes arbeiten. Wenn wir den Geist Gottes um Unterstützung bitten, wenn wir mit Hilfe des physischen Körpers Gottes steuern, dann leuchtet diese Sphäre als Ausdruck der Lösung, der Realisation. Tiefer Friede stellt sich ein. Und dieses Licht leuchtet wohin? Ja, selbstverständlich auf alle Ereignisse, die zur Norm überführt werden dadurch. Auf alle Ereignisse in unserem Berufsleben, Arbeitsprozesse. Auf alle Ereignisse unserer Familie, Kommunikationskanäle. Auf unsere Ziele und Wünsche, schöpferische Ziele und Wünsche. Auf die Aufgabe der Rettung, genau aus diesem Grund retten schon bestimmte Studenten der Lehre, andere Menschen, physisch, ganz real, vor dem dahingehen, weil sie durch konsequentes Studium, tiefe Konzentration, zum sehr, sehr tiefen Verständnis der Lehre kommen, können sie andere Menschen retten, vor dem dahingehen. Wir sichern mit dem Licht, was aus der Sphäre des Geistes kommt, die harmonische Entwicklung unserer gottgegebenen Talente. Wir beleuchten und erleuchten unsere bereits erworbenen Fähigkeiten und all die Fähigkeiten, die noch zu erlernen sind, anzuwenden sind, die schon da sind, die gelebt werden wollen. Wir erleuchten unseren Pfad zum Schöpfer. Alle Lichtstationen, Lichtetappen, die wir erreichen, durchwandern, vorab per Gedanken, per Bewusstsein und auch dann mit dem physischen Körper, durchwandern wir alle Lichtpunkte auf dem Weg mit dem Schöpfer, zum Schöpfer. Weil wir mit unserer Konzentration diese Etappen genau erleuchten können. Wie mit einer Taschenlampe leuchten wir mit dem Licht unserer Seele und der Sphäre des Geistes vor unserer Brust diesen Weg. Dieser Weg ist auch in jedem Moment das richtige Wort zu finden. Den Menschen vor uns richtig anzuschauen, so wie der Schöpfer ihn anschaut. Ich möchte nochmal auf die Konzentrationen für den jeweiligen Tag kommen. Es ist so oft so selbstverständlich für mich, dass das in der Lehre von Kabowe und in den Konzentrationsübungen vorkommt, dass in jeder Handlung sich dem ewigen Leben annähert. Jede Bewegung soll sich dem ewigen Leben annähern.
Jede Handlung soll eine ewige Handlung sein. Jetzt mit der Sphäre des Geistes vor uns, wo wir alle Aufgaben untergebracht, sehr viel mehr Klarheit haben rund um uns. Raum, freier Raum, mit dem Leuchten aus dieser Sphäre, mit dem Leuchten unserer Seele, mit dem Leuchten des Schöpfers und mit dem Leuchten der Seele, welches sich auch durch unsere Augen offenbart, durch unser Schauen, erkennen wir den Weg, gehen den Weg des Schöpfers, weil sein Weg ist auch unser Weg. Weil sein Weg ist auch unser Weg. Hausaufgabe, bitte. Ich wünsche mir auch für mich immer wieder, mich daran zu erinnern. Ich zeichne mir diese Sphäre auf. Ich erzähle meinen Mitstudenten darüber. Ich möchte das Wissen weitergeben. Ich greife diese Seele, diese Sphäre sozusagen mit meiner physischen Hand oder mit meiner geistigen Hand. Ich beobachte sie, wie sie dreht, falls sie sich dreht, welche Ausdehnung sie hat, mit allen Ressourcen, die uns die Lehre und unser Körper, alle Strukturen von uns als Mensch, alle Ressourcen, die uns der Schöpfer zur Verfügung stellt, sollen wir aktivieren, aktiviere ich zur Gewährleistung des ewigen Lebens für alle. Danke. Danke. Danke.